908 Meter. Ich bin sowas von tot, Mann. Es gibt immer wieder mal Spiele, die ich kaufe und dann spiele ich sie einfach nie. Die sind dann zwar da in meiner Steam-Bibliothek, aber sitzen einfach nur in der Ecke und setzen Staub an. Das hier ist ein perfektes Beispiel dafür. Ich habe das Spiel runtergeladen vor ungefähr 2 Monaten, habe es nicht angefasst, bis jetzt. Aber wer weiß, eventuell ist das ja sogar ein furchtbarer Fehler, dass ich das jetzt spiele, weil das Spiel einfach so gruselig ist, dass ich auf Kamera an einem Herzinfarkt sterbe und das Spiel einfach meine Existenz beendet. In dem Fall werdet ihr das Video hier niemals sehen. Und damit willkommen zu einem Spiel namens Inside Depth 6. Und ich hasse dieses Wort so sehr, ich spuck jedes Mal, wenn ich es ausspreche. Depth. Das hier ist ein Spiel, das uns beweisen möchte, dass es eine furchtbar blöde Idee ist, in Minen runterzusteigen, die verlassen sind und vom Militär bewacht werden. Man müsste eigentlich meinen, das ist ein normaler Denkprozess. Ja, Militär ist da, die Mine ist abgesperrt, man soll da nicht rein, ich gehe da nicht rein. Aber manche Leute checken das nicht. Spielzeit liegt anscheinend so um die 60 Minuten rum, also schnappt euch einen Snack, schnappt euch ein Getränk, schnappt euch eine Decke, denn draußen ist kalt und los geht's. Flackernde Lichter und extrem aggressiver Horror, ja, ja, nichts, was ich nicht schon gesehen habe. Und da sind wir. Willkommen in der Mine. Es kam gerade eben nochmal eine Story-Zusammenfassung. Hier passieren sehr rätselhafte Dinge. Die meisten Personen, die reingehen, kommen nicht wieder raus. Das Militär überwacht diesen Ort. Und morgen wird die Mine anscheinend zu betoniert, damit niemand mehr rein kann. Und ich bin jetzt wahnsinnig genug, da trotzdem reinzugehen. Außerdem Militär und zu betonieren und niemand darf rein. Ist das hier ein SCP? Wer weiß, eventuell wollte der Entwickler ja ein SCP-Game machen, aber hat die Lizenz dafür nicht bekommen. Da hinten ist Ausgang. Kann ich gehen? Nee, unsichtbare Wand. Ich, komm schon, du musst das nicht machen, tu dir das nicht an. Er will's ja anscheinend nicht anders, deswegen würde ich sagen, munter voran. Ich gebe mal ein bisschen Gas, weil ich glaube, zumindest am Anfang passiert noch nicht viel. Wir brauchen Gehörschutz, wir brauchen Helm, wir brauchen eine Schutzbrille und anständige Schuhe. Als ob mich die Sicherheitsvorkehrungen interessieren. Da vorne kann ich, glaube ich, nicht durch. Das heißt, ich gehe mal hier hinten lang, weil wenn es einen abgesperrten Weg gibt, wo ich nicht durch kann, muss es einen Weg geben, wo ich durch kann. Und warum sieht das alles so unglaublich identisch aus? Klar, es ist eine Mine, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, wir sind in einem Loop. Und hier ist ein Aufzug. Das heißt, da hinten ist zu, man soll auf gar keinen Fall zu diesem Aufzug. Ja, egal was du machst, benutze nicht diesen Aufzug. Ich finde trotzdem den Weg und natürlich benutze ich den Aufzug. Ich kann es halt einfach nicht lassen. E, um das Gerät zu benutzen. Und das hier ist mein Abstieg in den sicheren Wahnsinn und in die Hölle selbst. Die ganzen Geschichten, die erzählt wurden, ja, geh nicht hier runter. Aber natürlich tue ich das. Weil anscheinend will der Typ irgendwie Informationen sammeln und auch Fotos machen. Ich muss auch Fotos machen von den ganzen Viechern, die ich treffen werde. Um das dann zu veröffentlichen. Okay, wir sind unten. Bis jetzt ist das alles relativ ruhig. Ja, das hier ist sehr gut. Tiefe 1. Okay, das hier ist sehr gut ausgebaut für eine Mine. Ist fast so, als erwartet man hier unten Besucher. Aber schon irgendwie verdächtig und gruselig und vor allem riesig. Das heißt, das hier ist Tiefe 1. Es geht also bis Tiefe 6. Ja, das hier ist der Teil, wo das alles nicht mehr so einladend aussieht. Weil hier ist alles relativ zerstört. Ich kann aber immer noch das Tageslicht sehen und hier unten wachsen Bäume. Das ist merkwürdig, oder? Warum würde hier mitten im Stein ein Baum wachsen? Das macht nicht wirklich viel Sinn. Die ist zu. Okay, aber das Schloss sieht alt und verrostet aus. Das heißt, ich gehe hier rüber, bieg nach hier ab und hole vielleicht irgendein Werkzeug, um die Tür aufzumachen. Ich habe noch keine Taschenlampe, by the way. Also, mit Licht ist aktuell nicht viel. Auch alt und rostig. Okay, ich muss irgendwo anders hin. Lass mich raten, hier. Da, wo das Licht noch an ist, bekomme ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Brechstange oder sowas. Um dann das Schloss aufzumachen. Ich gehe da doch nicht runter. Oh, muss ich wirklich? Ich habe keine Wahl. Es ist zumindest eine Treppe. Ich dachte, es wäre eine Rampe. Und ich falle dann einfach da runter und komme nicht wieder hoch. Aber nein, es ist eine Treppe. Die vermutlich steilste Treppe, die ich jemals gesehen habe. Er zieht dir das Ding mal rein. Aber zumindest eine Treppe. Bis jetzt? Ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen,
Bis jetzt nichts Komisches. Ich habe irgendwas auf dem linken Ohr gehört. Vielleicht noch jemand, der hier runtergekommen ist, um Beweise zu sammeln und diesen Ort zu erforschen? Hoffentlich ja. Ich hoffe, es ist kein Monster, das mir das Gesicht von den Knochen fressen will. Meine Supplies. Hier ist das ganze Zeug. Okay, habe ich hier verstaut. I für Inventar, F für Taschenlampe, Linksklick für ein Foto. Und jetzt habe ich auch eine Tiefenangabe. Wir sind auf 100 Meter. Das hier sind Infos über meine Kamera. Die kann quasi irgendwie feststellen, wenn was Merkwürdiges in der Nähe ist. Und dann bekomme ich eine Meldung. Und ich bin ja hier, um Fotos zu machen, um das zu dokumentieren. Und Linksklick, um ein Bild zu machen. Alles klar. Und hier ist auch endlich meine Taschenlampe. Das hat mir jetzt, glaube ich, aber nicht viel gebracht, weil ich kein Werkzeug gefunden habe, um die Türen aufzumachen. Doch, ich habe Dietriche dabei. Und ich muss dran denken, wenn mich irgendwas erschreckt oder wenn ich irgendwas Merkwürdiges sehe, ich muss Linksklick machen. Ja, wir brauchen Fotos davon. Ach, leck mich doch. Komm, die ist jetzt offen. Toll. Hier geht's runter. Ich will aber erstmal nach hier hinten, weil das hier sieht aus, als könnte es eine extra Area sein. Ne? Vielleicht ein paar Secrets, irgendwas Besonderes. Oder eine Bunkertür, was auch immer. Ist hier noch irgendwas drin? Ja. TNT. Könnten wir was mit sprengen. Und ein Schlüssel. Okay. Und das ist zu. Was auch immer das ist. Einfach ein merkwürdiger Bunker. Ja, kann ich da runterspringen und mein Leiden einfach beenden? Es ginge garantiert. Ich will es aber nicht machen. Dann würde ich sagen, ich jogge mal ein bisschen. Ja, es macht immer noch keinen Sinn, dass hier unten Bäume sind. Kann mir keiner erzählen, dass das logisch ist. Klar, wir haben Tageslicht. Aber die würden nicht einfach so durch Stein wachsen. Also, obwohl Bäume haben schon Kraft, Wurzeln haben Power. Aber die Baumstämme nicht. Die sind im Stein. Das macht keinen Sinn. Hier ist eine Kassette, an der ich fast vorbeigelaufen wäre. Und kein Voice Acting. Muss ich das jetzt übernehmen? Und so beginnt meine Reise. Es war wirklich sehr einfach, an der Security vorbeizukommen. Und ich beginne meinen Abstieg in die Mine im Jahr 1968. Ein Jahr entfernt von der Perfektion. Ich denke nicht, dass ich zu tief gehen werde. Aber definitiv tief genug, um eine Story über das zu schreiben, was ich finde. Schauen wir einfach mal, was passiert. Steve, out. Alles klar, Steve. Ich bin davon überzeugt, Steve gibt's nicht mehr. Ich hab da irgendwie so eine Theorie, dass Mr. Steve nicht mehr existiert. Der nächste Aufzug. Jetzt gehen wir runter auf Tiefe 2 und schauen mal, was da so los ist. Okay, das ist wirklich nicht super weit unten. Es ist direkt hier. Und bis jetzt, bis auf diese Bunkertür, nichts, was ich direkt gesehen habe. Ich habe was gehört und die Lampe ist kaputt gegangen, aber man könnte immer noch sagen, Tiefe 2, man könnte immer noch sagen, das ist normal. Ich habe einen Alarm. Irgendwas ist hier. Und ab hier braucht man einen Helm. Ja, sehe ich aus, als mache ich das. Ich habe was. Da war irgendwas. Okay, ich habe ein Foto von dir gemacht. Das ist jetzt ein Model-Shooting, okay? Für deine Instagram-Story kannst du dich nochmal unter den Baum stellen. Die Schatten komplettieren dein Gesicht. Das heißt, immer wenn das passiert, wenn ich das Geräusch höre, muss ich bereit sein, irgendwas zu machen. Stopp! No, I don't think I will. Was passiert mit mir? Er hat gehustet. Und ich habe einen Tinnitus. Okay. Übernimmt mich langsam die Mine? Keine Ahnung. Aber das erinnert mich an so einen Film. Es gab mal irgendeinen Horrorfilm, wo sie auch runtergestiegen sind in eine Höhle. Und dann sind irgendwie alle durchgedreht. Ich weiß nur nicht mehr, wie der Film hieß. Ist das da eine extra Area? Ich kann doch garantiert hier runter droppen, oder? Ah komm, was soll's, wenn ich sterbe. Für die Story. Ich glaube, hier soll ich nicht unbedingt sein. Oder ich soll das eventuell nicht finden, weil das abseits vom normalen Weg ist. Ist hier irgendwas Besonderes oder ist das der angedachte Weg? Eventuell ist es auch der angedachte Weg, weil es einfach da, wo ich dachte, dass ich eigentlich lang soll, nicht weitergehen würde. Ja, da vorne ist wieder Licht. Also ist das hier richtig? Supplies, das freut mich immer. Was haben wir da drin? Wenn ich es mal aufmachen darf, dankeschön. Glowsticks.
Okay, die werfe ich mit G. Und dann kann ich quasi schauen, was vor mir liegt. Das zählt nicht als Bild, by the way. Der Typ ist einfach am Abhängen. Ich komme mal runter, ja? Und du bleibst bitte da. Nicht bewegen. Wenn es irgendwie möglich ist. Ist das Steve? Ich habe Gerüchte gehört, dass ich Körper in der Mine finden werde. Also habe ich mich mental darauf vorbereitet. Aber mein Magen, er war keineswegs vorbereitet. Es ist so traurig, dass ich hier stehe und diesen Körper sehe. Es ist anscheinend vor 40 Jahren passiert, aber der Körper sieht immer noch frisch aus. Mir wird ein bisschen schwindelig, aber ich glaube, es ist einfach nur der Schock. 40 Jahre also ist das her, aber der Körper sieht immer noch neu aus. Es ist, ja, mehr oder weniger. Es ist fast so, als, keine Ahnung, stoppt diese Mine die Zeit. Und der hat noch eine Notiz geschrieben. Das ist sehr, sehr lang, deswegen fasse ich das zusammen. Sein Name war Jacob Rubisk und er wurde hier unten irgendwie als Testperson gehalten wie ein Tier. Und anscheinend war er bald dran, in die tieferen Tiefen runterzugehen. Aber das wollte er nicht. Also hat er das hier gemacht. Und sein letzter Wille ist eigentlich, dass man ihn irgendwo zur Ruhe bettet, wo es friedlicher ist. Aber das ist nicht passiert. Das heißt, das hier ist ein militärisches Testgelände? Habe ich das richtig interpretiert, weil das Militär beschützt diese Mine. Leute, die hier runtergehen, kommen nicht wieder raus. Hier werden Experimente gemacht. Was ist hier los? Hier geht's weiter. Ich bin von hier aus links abgebogen, hätte aber rechts lang gemusst. Das ist in dem Fall der richtige Weg. Na, dieser Dropdown von da aus weiter, so ist das angedacht. Eventuell habe ich jetzt also was verpasst, weil ich nicht weiter nach vorne gegangen bin. Aber wer weiß, ein Schlüssel. Okay, ich würde jetzt eigentlich einen Aufzug benutzen, aber alles, was ich finde, ist ein Schlüssel. Aha, hier ist ein kleiner Schlitz in der Wand, den ich nicht gesehen habe. Oh. Bereit? Wir kriegen Alarm. Irgendwas ist hier. Die linke Maustaste ist vorgeladen. Okay, ich stelle mir einfach vor, es ist eine Waffe oder sowas. Und damit knall ich ab, was auch immer hier unten wohnt. Hallo? Oh. Ja. Gleich passiert irgendwas Komisches. Und das erzählt nicht. Es bewegt sich nämlich noch nicht. Alles klar. Schlüssel benutzt. Hier. Das ist für den Aufzug. Ganz, ganz toll. Storage Room Key. Dann kann ich mich hier an der Tür vorbeizwingen. Und jetzt ist der Alarm wieder aus. Was hier drin? Nochmal TNT. Okay, vielleicht brauche ich irgendwie so und so viele TNT. Oh, Alarm ist wieder da. Um mich dann mal irgendwo durchzuspringen. Er ist halt immer noch hier. Also, ne, Alarm ist gerade voll am Eskalieren. Aber der Lad bewegt sich halt einfach nicht. Was? Hey. Was? Hey. Wer? Hey. Was ist hier los, hä? Antworte nicht auf hey. So, das. Und jetzt weiter runter. Alles klar, Bruder. Hört das auch irgendwann mal wieder auf? Wir gehen so unglaublich weit runter. Wir sind bei über 400 Metern unter der Erde. Okay, und hier ist jetzt Endstation. Das ist ein ewig langer Schacht gewesen. Und das hier ist jetzt Tiefe 3. Erst Tiefe 3 und wir sind schon bei minus 436 Meter. Ja, hier will ich absolut nicht sein. Aber es lässt sich ja nicht vermeiden, ne? Es war meine Idee, hier runterzukommen. Jetzt muss ich da durch. Das könnte ich drehen, vermutlich, um dann die Türe aufzumachen. Aber von der Seite aus kann ich nichts machen. Und diese ganzen Zäune hier, ne? Das sieht einfach merkwürdig aus. Als ob das nicht richtig Sinn ergibt. Und, okay, das Ding braucht Benzin. Viel wichtiger als das, warum steht das Fass im Generator? Der wird nicht funktionieren, das kann ich mir sparen. Ich mach's trotzdem. Kein Strom. Dafür brauchen wir den Generator und den muss ich irgendwie zum Laufen bringen. Hier. Okay. Mache ich damit das Tor auf?
und es dreht sich nicht zurück. Ich dachte, es ist so ein Timing-Ding, wo ich jetzt ganz schnell Gas geben muss. Aber nee, es dreht sich nicht zurück. Jetzt kann ich da durch. Warum? Warum gibt's sowas? Warum haben wir sowas wie eine Schleuse hier unten? Ich meine, wir wissen ja schon, das ist anscheinend ein Testgelände. Aber ist die da, also die wichtige Frage ist, ist die da, um was draußen zu halten oder um was drin zu halten? Beide Möglichkeiten sind eigentlich nicht so geil. Und ich will es auch gar nicht rausfinden, aber ich habe so die Theorie, wir werden es bald rausfinden. Die kann ich nicht knacken. Dafür ist das Schloss viel zu stabil. Die kann ich von der Seite aus nicht aufmachen. Alles klar, also kann ich nur noch nach hier. Und die kann ich aufmachen. Denn das ist gefühlt die älteste Tür. Deswegen funktionieren da meine Dietrich-Skills. Es ist schon viel lange viel zu still. Und schon wieder kann ich mich entscheiden. Geradeaus oder nach links. Es ist so verwinkelt. Ich meine, ja, es ist eine Höhle. Wieder, hey, was? Hey, ich komme ja schon. Ich bin unterwegs. Ganz viele Notizen. Zwei verschiedene. Und hier steht einfach so, hier geht's weiter, und hier steht einfach so ein moderner Tisch. Wie macht das Sinn? Das hier ist eine Notiz von einer gewissen Linda und es geht eben darum, dass genug Leute verschwunden sind, dass die, die hier unten arbeiten, langsam verdächtig erscheinen. Und sie sind jetzt auch dazu übergegangen, die Leute oben nicht mehr in die Mine reinzulassen, sondern sie aktiv wegzuschicken. Das heißt, hier unten laufen ganz merkwürdige Dinge oder sind zumindest ganz merkwürdige Dinge gelaufen. Und jetzt noch das. Es ging laut dieser Notiz bei dem, was hier unten gemacht wurde, um irgendein Zeug, was Red genannt wird. Und na, es war alles gut, die hatten genug davon, aber sie haben gesagt, ja, lasst weiter Leute rein, falls wir mehr Red brauchen. Okay, das klingt irgendwie, als hätten die ein Portal zur Hölle oder so entdeckt und hätten einfach Menschen reingeworfen. Keine Ahnung. 5 ist zu. Und zwar richtig zu. Und da ist eine 5 drauf. Was bedeutet das? Ich habe inzwischen absolut keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich gehe mal hier lang. Hier war ich nämlich noch nicht. Wieder ein normaler Weg. Nochmal eine Kassette. Das heißt, der Kollege war hier. Ich habe gerade so unglaubliche Angst. Ich habe ein paar Dinge gefunden, ein paar Dinge gelesen und überall stand drauf, dass ich nicht rauskomme. Selbst wenn ich die Oberfläche erreichen sollte, werde ich vom Militär erschossen. Anscheinend ist es sehr einfach reinzukommen, aber unmöglich wieder rauszukommen. Das macht mich wahnsinnig, also weigere ich mich weiterzugehen. Ich verschwinde. Wenn du das hörst, verschwinde auch du. Aber wurde nicht gerade gesagt, dass das keine Option ist? Ja, deswegen kann ich mir das sparen, weil es nichts bringt. Bolzenschneider. Okay, komme ich damit durch die super krass verschlossenen Türen? Das bedeutet aber auch, dass ich das alles jetzt zurücklaufen muss. Warum sind da Kreuze? Das Lustige ist, mein Alarm geht nicht runter. Das heißt, das hier ist nicht das Werk einer unbekannten Macht. Und das macht es eigentlich nur noch gruseliger. Was genau hat das zu bedeuten? Ganz viele Leute sind hier unten gestorben, obviously, aber das wussten wir ja alles schon. Und die Wurzeln der Bäume kommen bis hier runter, ja, 430 Meter unter der Oberfläche. Das zählt, by the way, nicht als valides Foto, weil der Clown sich nicht bewegt. Okay. War das nötig? Die ist jetzt offen. Ganz, ganz toll. Und die hier geht ja von der Seite nicht auf. Er ist einfach am Abhängen und erschreckt mich damit. Und laut der Kamera ist das alles okay, weil kein Alarm. Hä? Wie kriege ich hier keinen Alarm? Das ist doch offensichtlich nicht normal. Da stehen auf einmal Kreuze und ein Typ kommt von der Decke. Aber die Kamera so, eid fam, das ist das Normalste, was ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Chill mal dein Leben. Definitiv keine merkwürdigen Kräfte hier am Werk. Ich stehe jetzt in Wasser. Jetzt. Wir haben Großalarm. Okay, jetzt auf einmal. Hier ist das Wasser zu Ende. Wo ist mein Foto? Ich warte. Jetzt ist Alarm wieder aus. Okay. Ich habe aber nichts Komisches gesehen. Das heißt,
Das wussten wir ja schon. Alarm ist nicht immer gleich auch Insta-Foto, sondern nur eine Warnung, dass wir uns merkwürdigen Geschehnissen nähern. Da ist endlich das blöde Benzin. Meine Güte, bin ich jetzt ewig weit dafür gelaufen. Kriegen wir irgendwas? Hier war gerade eben noch Alarm, jetzt ist alles gut. Ich nehme mal die schnelle Route zurück. Ich erschrecke mich immer vor dem blöden Sound. Fun Fact, ich kann das jetzt alles zurücklaufen, ne? Das ist das Komische, was ich aufnehmen sollte. Hi, schicker Glowstick. Was ist das? Rotes Licht, es leuchtet rot. Wollen wir eine kleine Quizshow draus machen? Was passiert, wenn ich auf den Typen zugehe? A, er verschwindet einfach. Oder B, er rennt auf mich zu. Das sind zwei Horrorspiel-Dinge, die immer irgendwie passieren. Also bin ich gespannt, was hier gewählt wurde. Was meinst du? Worauf hast du Lust? Mich zu rushen? Nevermind, er hatte einen Bruder. Ich bin in absoluter Dunkelheit. Was? Okay. Ich bin einfach hier rausgekommen und habe anscheinend einfach nur einen Baum angestarrt. Das ist, was ich tue. Und ich verstehe nicht, goldene Münze und wieder TNT, ich verstehe nicht, wie hier ein Baum wachsen kann. Ja. In der Tat ist das ziemlich verdächtig. Und ich bin jetzt, keine Ahnung, irgendwo völlig anders. Das Höllenloch. Hier ist nochmal eine wichtige Notiz. Sie verwandeln uns in Monster. Helft uns. Okay, das heißt, eventuell wollten die mich nicht angreifen, sondern mir nur zeigen, was abgeht. Aber na, es waren damit irgendwie beide Antworten richtig. Er ist verschwunden, aber sein kleiner Bruder ist auf mich draufgerannt. Da gehe ich erstmal nicht runter. Ich gucke erstmal in die andere Richtung. Ja, bevor ich hier wieder irgendwas verpasse, weil ich schon wissen will, was hier abgeht mit diesen ganzen Tests, gehe ich jetzt noch nach hier und schau, ob hier hinten irgendwas liegt. Ja, hier geht's wieder hoch, aber safe nicht raus. Hier ist das obere Ende. Alles klar. Und das führt nach hier. Damit, und hier ist der Kollege wieder, damit kann ich die Tür aufmachen. Jetzt gehe ich aber nochmal, jetzt kann ich das alles zurück, jetzt gehe ich das nochmal zurück und guck mir an, was da unten ist, weil da konnte man ja runter, ne? Da war definitiv in so einem Brett auf dem Boden, ich kann nochmal einen Glowstick runterwerfen, um zu schauen, wie tief das ist. Da unten gibt's irgendwas und ich will wissen, was. Ich meine, an dem Punkt sollte man, glaube ich, einfach abhauen. Aber dazu bin ich natürlich nicht in der Lage. Hellhole. Ich bin ins Höllenloch gesprungen. Warum genau? Keine Ahnung. War das eine gute Idee? Nein. Aber ich habe jetzt meinen Weg gewählt. Gibt's also mehrere Enden? Und das hier ist jetzt eine extrem wichtige Entscheidung, die ich gerade getroffen habe. Hallo, Teddybär. Und es fehlt ein Zahnrad. Und damit kann ich dann, glaub, die Brücke runterlassen. Ich hätte hier nicht runterkommen sollen. Nein, nein, das war eine sehr, sehr blöde Idee. Hallo, Püppchen-Zwillinge, es sind zwei. Der Typ hier hat die Notiz geschrieben, als er einen Tag hier war. Und die Leute waren völlig verrückt nach Blut. Ja, vielleicht haben sie gedacht, dadurch wären sie irgendwie übermenschlich oder es sind Vampire. Und es wäre eigentlich gar nicht so schlimm, wenn die Leute nicht so komisch wären. Okay, das heißt, die waren verrückt nach Red, also sie haben es Red genannt, aber eigentlich war es Blut. Und das hier sind die Selektionskriterien, einfach so ein Fragebogen. Ich dachte gerade, das wäre wieder eine Kassette. Nee, ist ein Stück TNT. Ich habe gerade schon gedacht, irgendwie, my man Steve wäre hier unten gewesen. Aber nein. Und lass mich raten, wenn ich das Zahnrad aufgehoben habe, dann geht die Party richtig los. Das ist ein echt riesiges Zahnrad, das nehme ich jetzt mit. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zurück. Das wird nicht ohne Probleme gehen. Nee, 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 nee. Dafür ist das nicht das Spiel. Jetzt ändern sich die Regeln. Da ist es. Geister. Merkwürdige Geschehnisse. Aber eventuell könnte man auch sagen, das ist die Zugluft, weil Höhlen... Ach komm, fuck you. Ich weiß jetzt nicht, ob ich...
einen komplett anderen Weg gewählt habe, ob ich nicht mehr auf den anderen Pfad zurückkomme, kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe mich entschieden. Also ziehen wir das durch. Es ist unnatürlich dunkel. Ja, das hier ist keine natürliche Dunkelheit. Es ist Dunkelheit plus 2. Und ein gigantischer Baum, natürlich. Ich würde ja fragen, wie der hier unten wachsen kann, aber ich weiß ganz genau, dass wir darauf keine Antwort kriegen. Also spare ich mir die Frage. Ja, ich stelle sie, aber ich stelle sie in Gedanken, denn es macht keinen Sinn, sie auszusprechen. Bitte nicht von einem Stein erschlagen lassen. Das wäre jetzt ganz blöd. Das ist, by the way, kein gutes Bild. Ja, ich will darüber irgendwie einen Report schreiben, was hier unten abgeht. Aber ein Bild von einem riesigen leuchtenden Baum, das ist nicht gut genug, um das zu veröffentlichen. Ach komm, einfach darunter. Hier ist ein Glowstick, hier ist safe. Das heißt halt, dass hier vor kurzem jemand gewesen ist, weil so ein Glowstick hält nicht unbedingt so super lange. Aber das überlebe ich doch nicht. Das... Wie überlebe ich das? Ich bin 620 Meter unter der Oberfläche, ich höre komische Sachen und meine Beine sind nicht gebrochen von dem Fall. Nichts hier macht Sinn. Das hätte ihn echt so weh getan. Ich hätte meine Kniescheiben in meinem Hals geparkt. Aber nein, der Typ steckt das einfach so weg. Der hat bestimmt irgendwie die Superheldenlandung oder sowas gemacht. Weil ansonsten wird das nichts, das irgendwie abzufedern. Ich komme nicht mehr zurück auf den normalen Pfad, ne? Das hier führt bis zum Ende. Und natürlich wieder Kreuze. Ich freue mich ja so sehr. Ich finde das hier so toll. Es macht so viel Spaß. Es ist wie ein Abenteuerurlaub. Kann ich hier rein? Ja. Das geht. Und hier ist nochmal eine goldene Münze. Ah, ich weiß, wofür die sind. Auf diesem einen Ding stand doch 5. Ich brauche 5 goldene Münzen, um das Ding aufzuschließen, korrekt? Es sieht wohl so aus, als hätte ich es nicht geschafft. Wenn du das hier findest und du in dieser Zelle bist, dann kämpfe. Lass sie dich nicht holen. Sie haben gesagt, sie brauchen mein Blut und dass es sehr, sehr wichtig ist. Glaub nichts davon. Kämpfe weiter. Lass nicht zu, dass ihre Dunkelheit dich auch konsumiert. Hier geht's eher weiter runter. Okay. Alarm. Hier fehlt ein Rad. Okay. Alles klar, ich bin ready. Jetzt ist der Alarm wieder vorbei. Okay. Und hier ist das Rad, was ich brauche. Alles klar, aber wofür ist der Schlüssel? Der war, glaube ich, jetzt nicht für eine dieser Türen. Und hier kann ich nicht durch, da komme ich nur von der anderen Seite ran. Es ist so verwinkelt, Mann. Hier ist es wieder. Ja, deswegen. Ganz viele Fotos. Ich habe, glaube ich, gerade 3 Stück gemacht. Will er, dass ich ihm folge? Ich folge sehr gern. Zeig mir deine Geheimnisse. Ich kann nicht mehr zurück. Was auch immer da hinten ist, ich kann es mir jetzt nicht mehr angucken. Ich hasse es, wenn man meine Wege verstellt und ich deswegen nicht alles erkunden kann, aber... Alles klar. Okay, Spiel. Ist in Ordnung. Ich sag nichts. Ich hasse dich dafür, aber ich sag ja nichts. Ich höre die ganze Zeit meinen eigenen Herzschlag. Das ist aber nicht so gut. Wenn der Typ eine Apple Watch hätte, die hätte schon längst irgendwie einen Krankenwagen gerufen oder es zumindest versucht. Weil, ich glaube, mein EKG ist aktuell besorgniserregend. Sehr, sehr besorgniserregend. Fotos! Ganz, 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 ganz viele Fotos. Ja. Ihr kommt auf die Titelseite. Was ist hier unten? Das große Böse? Weswegen die das Blut brauchen? Ein Loch. Ein Brunnen. Wie es aussieht. Und sonst nichts. Ich habe keine Glowsticks mehr. Ja, komm. Einfach rein da. Das geht sehr, sehr tief. Und jetzt bin ich definitiv in der Hölle. Toll. 908 Meter. Ich bin sowas von tot, Mann. Und das ist kein Wasser. Es sieht aus wie Wasser, aber es hat die Farbe Rot. Also ist das hier vermutlich die Quelle von Red. Es geht noch weiter runter, meine Güte. Hätte ich doch nur den Aufzug genommen, dann wäre das alles hier nicht passiert, korrekt? Wäre ich nicht ins Höllenloch gesprungen, hätte ich jetzt vielleicht eine Party mit den Wissenschaftlern, die noch hier unten sind und ihre Forschungen machen. Dann müsste ich mir das hier nicht geben, aber nein,
Ich wollte ja nicht. Ich wollte ja unbedingt wissen, was das Höllenloch ist. Ich konnte nicht anders. Ich wollte nicht anders. Was hier? Alles, was mir noch übrig bleibt, ist, nach unten zu gehen. Ich wurde nicht erschossen, als ich oben angekommen bin, aber da waren Männer, die mit Waffen auf mich gezeigt haben und mir gesagt haben, ich soll wieder runtergehen. Ich hätte mich weigern können, aber dann wäre ich jetzt vermutlich tot. Ich habe keine Worte mehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Welt dreht sich, wortwörtlich und im übertragenen Sinne. Ist das eine Panikattacke oder drehe ich völlig durch? Tiefe 4. Das ist Tiefe 4. Was? Das heißt, wir haben noch zwei vor uns. Yo, es ist die Müllfamilie. Wenigstens die sind glücklich vereint und zusammen hier unten. Auf der anderen Seite war nichts, deswegen gehe ich jetzt mal hier lang. Und schau mal, ob man hier was Sinnvolles auftreiben kann. Ein Zünder. Okay, wir müssen was sprengen. Ich habe 4 TNT dabei. Ich brauche 3 Sticks, um hier durchzukommen. Okay, cool. Und jetzt jagen wir das hoch. Alles klar, jetzt muss ich zur Metalltür. Das ist dann anscheinend weit genug weg, dass ich keine Probleme haben sollte. X zum Sprengen. Ich kann aber auch das hier ziehen. Das geht nicht, aber ich... Doch, es geht. Ein Riegel ist weg. Aber will ich da rein? Detonation! Das hat gesessen. Dann würde ich sagen, munter voran und mal schauen, was da so ist. Bin ich nicht gerade von hier gekommen? Und hier ist nochmal ein Hebel. Damit öffne ich diese Tür. Aber ich... Ja, ich höre ganz komisches Zeug. Ich glaube eben nicht, dass ich das will, weil guck dir mal das Symbol an. Hier ist jetzt offen. Das ist ja nice. Das heißt, ich habe vollbracht, was die anderen nicht vollbringen konnten. Ich habe jetzt eine Axt. Was bringt mir eine Axt? Hä? Was mache ich jetzt mit einer Axt? Das Viech ermorden, was hier unten rumläuft? Weil diese komischen Geräusche kommen nicht aus Richtung der Tür, sondern aus den Gängen. Hier unten ist irgendwas, was im Kreis läuft und mich, glaub, fressen will. Aber wofür jetzt die Axt? Also ich bin mir sicher, ich kann den Typen umlegen, wenn ich ihn finde. Er muss nur rankommen. Wo ist der letzte Hebel? Hier bin ich bis jetzt noch nicht gewesen. Aber wir schauen mal, was hier so ist. Und überall diese Dinger. Na, ich weiß nicht, was die symbolisieren sollen. Die stehen ab und zu mal in der Gegend rum. Es ist, als wäre er verschwunden. Ja, weil ich die Axt habe. Als ob die Viecher mich angreifen, wenn ich mich verteidigen kann. Mir geht's gut. Mir geht's absolut hervorragend. Nochmal eine goldene Münze und ein komisches Gerät. Was macht das Ding? Da oben ist jetzt ein Biohazard-Symbol und die Zahl steigt langsam an. Ich sollte mich also beeilen. Überall Kreuze, meine Güte. Wie stampft man die so schnell aus dem Boden? Yo, das ist ein cooler Trick. Mach das nochmal. 360 No-Scope durch ein Kreuz. Passiert den Besten ab und zu mal. Okay. Jetzt hier rein. Hier soll man ja anscheinend nicht rein. Laut dem, was da draufsteht. Ich mach's trotzdem. Weil es mich nicht interessiert. Weil mir alles egal ist. TNT. 6 Münzen pro Stick. Okay. Mars, Uranus, Mond und Erde. Ist das die Reihenfolge der Planeten oder was ist los? Muss ich jetzt daraus einen Code bauen? Alles klar, ich habe es jetzt Ewigkeiten versucht. Ich weiß, was der Code ist. Wir hatten noch überall diese komischen Dinger, wo ich gesagt habe, die stehen ab und zu mal in der Gegend rum. Das war symbolisch für Mars, Uranus, Mond und Erde. Und obendrauf hatten wir ja diese Dinger, ne, diese Zweige. Und das sind dann, glaube ich, die Zahlen. Wenn das richtig ist, dann ist der Code 5837. Versuch das mal. 5837. Meine Güte. Okay, wenn das jetzt nicht richtig gewesen wäre, ich hätte einfach, wäre einfach weitergelaufen, ist mir egal. TNT und ein Collectible. Okay, und hier könnte ich mir TNT kaufen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das Spiel noch geht, weil wir sind erst... Yo, you good, bro? Geht's dir gut?
Okay, er steht da einfach. Ich muss ruhig bleiben und kann ihm den Schlüssel abnehmen. Weh, du springst mich an. Ich hab ihn. Hab den blöden Schlüssel. Okay, du bleibst bitte schön hier, ja? Und ich kann hier nicht runter. Das geht nicht. Ich warne dich. Mach nichts, was du bereuen würdest. Ich lass dich mal schön in Ruhe. Okay, ich habe jetzt einen Schlüssel. Ich werde das jetzt nicht komplett einsprechen, weil das einfach zu lange dafür ist. Aber der Typ hat gesagt, hier unten ist irgendwas in der Luft, was man eigentlich nicht einatmen sollte. Das ist auch der Grund, warum hier Bäume wachsen. Und na, je mehr er davon einatmet, umso schlimmer geht's seinem geistigen Zustand. Und er hat die Theorie, dass die anderen, die hier unten sind, vielleicht auch irgendwelche Erkunder sind, die das eingeatmet haben und jetzt langsam, aber sicher durchdrehen. Das könnte natürlich sehr gut sein. Hierfür brauche ich den Schlüssel. Okay. Und hier ist, was auch immer das ist, eine Turbine? Es ist eine Turbine. Ist der Typ jetzt weg? Weil ich müsste... Natürlich nicht. Ich müsste mal da vorbei. Jetzt kann ich da runter. Weil da war zu viel Wasser. Okay, ich dachte, es ist so knöchelhoch, aber nein, nein. Es war viel höher als das. So, du bleibst bitte da oben. Ich fahre jetzt weiter runter. Wir gehen auf Tiefe 5. Das heißt, durch diesen Abstecher ins Hellhole habe ich einen ganz großen Teil von Tiefe 3 übersprungen oder habe so einen extra Trip gemacht, extra nochmal was angeschaut? Keine Ahnung. Das geht wieder saumäßig weit runter. Na, ich sehe das Ende nicht mehr. Da ist es. Okay. Tiefe Nummer 5. Die Freude hält sich wirklich in Grenzen. Kann ich nicht anders sagen. Ich will hier nicht sein. Aber, wie gesagt, zum Hochgehen ist es zu spät. Wir bringen das hier zu Ende. Keine Ahnung wie. Aber irgendwas fällt mir da schon ein. Wo ist die Überblendung? Da, willkommen in der Hölle. Nicht betreten. Zum Glück kann ich nicht lesen, ha? Huh? Zum Glück habe ich ganz große Probleme zu lesen. Konnte ich noch nie richtig. Okay. Witzig. Und hinter dir. Und er haut einfach ab. Das ist toll. Ich bin endlich raus. Das hat jetzt aber auch gedauert. Da waren so viele Türen. Das ist abartig. Hilfe. Jemand ruft. Um Hilfe. Ich sollte um Hilfe rufen. Weil ich definitiv hier raus will. Aber vielleicht ist hier irgendwie noch bei klarem Verstand. Ich kann auch nicht richtig reden, ne? Das Spiel macht irgendwie mein ganzes Brain kaputt. Wenn du immer noch bei mir bist, danke dafür. Danke, dass du meine Story fortsetzt. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie müde. Es hat angefangen zu regnen, denn hier unten fängt langsam die Flut an. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Ich wollte einfach nur weitergehen als alle anderen. Ich wollte sehen, was weiter unten vor sich geht. Ich weiß nicht, ob irgendwas davon Sinn ergibt, aber merk dir einfach, es geht weiter. Es hört nicht einfach auf. Es geht einfach weiter. Ja gut, in dem Fall munter voran. Und mal schauen, was hier ist. Ha? 0816. Ah, kann ich mir ein Ende kaufen? Ich habe aber leider nur 5 davon. Ich bin sowas von tot. 8 funktioniert in dem Fall nicht. Oder doch? 16? Das geht nicht. Ah, das sind die Fotos. Das sind die Fotos. Es sind nicht die Münzen, die wichtig sind, weil ich habe immer noch alle im Inventar. Es ist die Anzahl an Fotos. Hätte ich nur 2 mehr gemacht, könnte ich durch die andere Tür. Jetzt geht sie hinter mir zu. Das heißt, wir kriegen das mittlere Ende. Wir nehmen den mittleren Weg runter zu Tiefe 6. Ich habe auch garantiert irgendwo was verpasst, ne? Safe. Bin ich mir sowas von sicher. Und ich höre wieder merkwürdiges Zeug. Ja, und das mit den Bäumen ist halt einfach nur komisch. Ich weiß nicht, wie sie die hier unten wachsen lassen, aber wie gesagt, anscheinend gibt's irgendein komisches Zeug in der Luft, was es ermöglicht, dass die Dinger wachsen können. Die ist zu und die kriege ich auch nicht auf. Da ist ein Hocker drin. Hier hinten irgendwas. Nochmal eine Notiz. Siehst du, lohnt sich doch. Die Leute, die hierher kommen und wo dieser Umwandlungsprozess irgendwie erfolgreich ist, werden Einheiten genannt. Und die wohnen dann in so einer Hütte.
Und es sollten weniger geschickt werden, weil den Leuten sind die Hütten ausgegangen. Da gehe ich nicht rein. Okay? Auf diesem Stuhl ist nichts. Da kann ich nichts looten. Da gehe ich nicht rein. Das mache ich nicht. Ich lasse mich nicht einsperren. Ich setze meinen Weg fort. Und das hier ist immer noch nicht Tiefe 6. Wir sind noch auf Tiefe 5. Da ist wieder absolut komplette Eskalation, was Alarm angeht. Wir sind immer noch auf Tiefe 5. Jetzt ist es weg. Es stand, glaube ich, direkt hinter mir. Tiefe 5. Es fehlt noch ein Aufzug irgendwo. Das ist kein Foto, aber der kam von da oben. Okay. Alles klar. Ich meine, solange er sich bewegt, zählt es, glaube ich, als Foto. Aber, ach du Heiliger, geht's hier runter. Aber so schnell kann ich dann nicht reagieren, als ich gedrückt habe. Lager schon. Ich war nämlich damit beschäftigt, mich zu erschrecken. Oh wow, ich hab's komplett vergessen. Ich hab komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ups, ist das sein Ernst? Wirklich, er weiß nicht mehr, was er sagen will. Ist er komplett durchgedreht? Die Antwort ist ja. Natürlich ist er komplett durchgedreht. Aufzug runter zu Tiefe 6. Aber hier ist nochmal eine weitere wichtige Notiz. Alles hat ursprünglich mit der Idee angefangen, dass Blut gesammelt werden soll, so viel wie möglich. Und dann gab es irgendwelche Veränderungen und die Idee war, dass eine neue Gesellschaft gegründet wird, bestehend aus den besten Leuten der Welt. Und dafür braucht man Blut? Why though? So, jetzt sind wir gleich ganz unten. Ab da geht's nicht weiter. Hab's schon 100-mal gesagt, ich will da nicht runter, mir bleibt keine Wahl, wir finden raus, was hier los ist. Und da sind wir, Tiefe Nummer 6, einfach nur ein einzelner Baum. Okay, viele wurden getötet, die Alten, die Jungen, die Schwachen und die Gesunden. Ihr ganzes Blut gehört mir. Okay, und diese Verbrechen wurden begangen in der 6. Tiefe. Die Leben dieser Leute wurden genommen. Die Leute, die in die Minen gekommen sind und die, die hier unten aufgezogen wurden. Was? Okay, schau dir diesen Baum an. Seine Wurzeln gehen tief in die Mine rein, nachdem er das Blut tausender Leute absorbiert hatte. Und dann geschah etwas Unvorhergesehenes. Okay, es gab irgendwie so ein Gas, sie haben Gas ausgestoßen. Und das hat die Leute verändert, wenn sie es eingeatmet haben. Trotzdem sollten wir weitermachen, ohne Erklärung. Das heißt, irgendeiner von denen ist noch hier unten, erzählt mir das jetzt alles. Er wurde verändert, aber mental war er dieselbe Person. Also hat er beschlossen, den Rest seiner Tage hier unten zu verbringen. Mit den Leben, die er genommen hat. Okay. Wenn ich genug Zeit hier verbracht habe, sollte ich mich nicht dagegen wehren. Mich einfach hinsetzen und abwarten, bis es durchgelaufen ist. Ich bin mir sicher, wir werden uns bald treffen. Nee, nee. Hier drüben geht's raus, Kumpel. Nevermind, so schnell kann ich nicht laufen. Oh, lass mich raten, ich wäre rausgekommen, hätte ich das andere Ende gekriegt mit mehr Fotos. Es sollte nicht so sein. Ja, weil ich das schlechtes Ende gekriegt habe. Na, ich habe zu wenig Fotos gemacht. Ich kann fühlen, wie mein Körper darauf reagiert, was ich die ganze Zeit eingeatmet habe. Ja, ich kann alles fühlen, aber ich kann es nicht kontrollieren. Ich habe alles verloren. Und sobald die Mine zubetoniert wird, wird das alles verloren werden. Es ist vielleicht sogar besser so. Ja, da steht's. Die Leute werden das nie rausfinden. Eventuell ist es ja zum Besten. Okay. Das heißt, das ist Ende was? 2 von 3? Ende. Ende 1. Ende 1 von 3. 82 Minuten, 14 Fotos, 6 Dynamitsticks, 5 Münzen, 1 von 3 Blood Trees und 0 Easter Eggs. Ja gut, das war jetzt keine Meisterleistung. Ich habe trotzdem mein Bestes gegeben, aber es kam nur Ende 1 von 3 raus. Vermutlich wäre dann ein anderes Ende, dass ich das alles erfahre, rauskomme und das an die Öffentlichkeit bringe. Aber wie gesagt, eventuell ist es ja besser so, dass die Leute das nicht wissen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao.
Alles klar, ich hole mir jetzt eine neue Hose.